Vor etwa 25 Jahren saß ich nicht nur an der Universität in Münster, ich saß auch gerne in Vertriebsveranstaltungen. Denn ich habe parallel eine Vertriebsausbildung gemacht bei einem damals großen deutschen Finanzdienstleister. Ich habe samstags diese Schulungen besucht von 10 bis 18 Uhr, oft auch am Sonntag. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe auch vieles von dem umgesetzt. Nur eine Sache, da war ich schon damals vor 25 Jahren mehr als skeptisch. Denn diese Verkaufstrainerinnen und Trainer haben uns gesagt, lest keine Zeitung mehr. Keine Nachrichten, das ist alles negativ. Das zieht euch runter, das hält euch vom Verkaufen ab, das beeinflusst euer Mindset. Jetzt höre ich mir 25 Jahre später Podcasts an von sogenannten Motivationsgurus, Trainerinnen, Trainern, die erzählen immer noch genau denselben Punkt, Punkt, Punkt. Die sagen, keine Presse, das zieht euch runter. Ihr merkt, es ist so über die letzten 25 Jahre immer weiter von Kollege zu Kollegin überliefert worden. Und ich halte mich nicht dran. Haltet euch auch nicht dran. Ich ziehe mir alles rein. Also ich schaffe nicht immer so eine ganze Süddeutsche. Nur ich versuche es, ne? Zumindest einige schöne Artikel. Jetzt bin ich noch oldschool und habe hier so Printmedien. Ja, egal, ob es die lokale Presse ist, ja, bei mir zu Hause hier in Wiel, oder die überregionale Presse. Ob das Radiosendungen sind, Deutschlandfunk, WDR5, ob das Podcasts sind, Handelsblatt-Podcast, zieht euch das rein, denn wir sind aufgeklärte, mündige Bürger und deshalb sollten wir auch da die Medien nutzen. Und bitte jetzt nicht sagen, die sind doch alle gleichgeschaltet. Das ist ein schlechtes Mindset. Also ihr sollt ja auch vielfältige Medien euch reinziehen und so ein umfassendes Bild machen. Und die Frage ist auch hier immer wieder, wir lernen ja etwas. Wir lernen ja nicht nur Zahlen, Daten, Fakten und sind aufgeklärt in einem demokratischen Staat, dadurch, dass wir uns diese ganzen Artikel reinziehen oder auch auditiv reinziehen, muss ja nicht nur alles dann lesen, sondern ich achte auch drauf, wenn ich beispielsweise den Handelsblatt-Podcast höre oder etwas anderes, ich achte auch da auf deren Kommunikation. Das heißt, ihr habt nicht nur ein Learning für den Kopf, sondern auch ein Learning für die Wirkung. Denn ihr hört ja die Stimmen. Also wenn ich jetzt mal sage, okay, ich lese jetzt hier nicht die Süddeutsche, ich höre mir was an via Podcast oder ich schaue mir was an via YouTube, dann achte ich ja drauf, wie setzen sie beispielsweise die Stimme ein. Und da gibt es ja Podcast-Stimmen, die höre ich mir sehr gerne an. Das sind Menschen, die sprechen in der Regel in Bogensätzen, das heißt am Ende des Satzes gehen die runter mit der Stimme und federn ab und setzen auch Punkte, Pausen. Es gibt leider auch Menschen, die gehen mit der Stimme so nach oben, in der Girlande. Die hörst du dir nicht so gerne an. Aber hier hast du schon wieder ein Learning. Du achtest auf deren Stimme, du achtest gleichzeitig auf deren Tempo und lernst auch was über deren Atmung, den Sprechen, das Tönen, das Ausatmen. Also hättet ihr schon, auch wenn ihr Nachrichtenformate euch anhört, über Podcasts, drei Learnings. Tempo, Atmung, Pause. Deshalb empfehle ich euch, hört da rein, lest rein. Jedes Mal, wenn ich mir nicht nur diese Zeitung kaufe, sondern auch wirklich bewusst reinlese, habe ich auch ein Learning, ich habe auch eine Inspiration für meine zukünftigen Veranstaltungen, für Vorträge. Das ist eine Inspirationsquelle. Und es wäre so fatal zu sagen, ach, ich lasse das alles. Ah, super Tipp vom Verkaufsguru, der hat gesagt, das brauchst du nicht, das musst du nicht. Dann spare ich mir die Zeit, auch das Geld. Ach, das kann ich dann ja auch viel besser in andere Sachen, Projekte investieren. Mein Tipp, bleibt ein aufgeklärter, mündiger Bürger, eine Bürgerin, die in diesem Staat alles dafür tut, dass sie die Nachrichtenformate bewusst analysiert, sich anschaut und vor allem auch kritisch reflektiert. In diesem Sinne, nachwirkungsvolle Grüße.